Meine lieben Roadtruckers da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück. Es geht weiter im wunderschönen Alaska und wir wollen uns heute wieder einen schönen Auftrag besorgen. Wir sind hier noch beim Standort vom letzten Mal, wir haben hier genächtigt. Wir erinnern uns, wir hatten ja Fenster und Türen uns besorgt und jetzt will ich mal gucken, ob der gute Mann hier was hat. Ja, er hat was. Guck mal. Dann würde ich sagen, bleiben wir direkt hier und nehmen Eisenbahn. Eisenbahn, weiß ich nicht. Klingt interessant. Nehmen wir an. Und ach, das ist gleich der. Okay, gut. Sieht man leider nicht die Eisenbahn, aber das wird wahrscheinlich irgendwie so. Ja, Eisenbahn halt, ne? Schrauben, Gedöns, Muttern und so. Würde ich jetzt mal behaupten. Schmeiß mal den Lachs an. Fahren einmal ran. Und dann würde ich sagen, verschwenden mal keine Zeit. Und gucken mal, dass wir. Oh. Dass wir hier den Auftrag schön erledigen. Wir sind ja ausgeruht, ne? Wir haben ja hier ein Nickerchen gemacht. Gegessen haben wir auch. Besser geht nicht. So. Einmal zack. Handbremse rein. Steigen wir aus. Und dann klemmen wir den Fuchs hier mal an. So, aber erstmal müssen wir wieder wie immer trennen. Kurbeln. Jawohl. Kabelmanagement ist auch wieder dabei. Ne? Kennen wir ja alles. So. Und das brauchen wir auch. Gatsching. Schön. Dann würde ich sagen, können wir los cruisen. So, einmal hier wieder runter, ne, vom Gelände. Ah, das wird ein bisschen eng. Mal gucken, kommen wir hier rum? Ja, das passt. Sehr schön. Hier vorne müssen wir rechts rum. Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Okay. Das war so nicht geplant. Ich hab gedacht, ich passe da rum. Ups, das war meine Schuld. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt den Wettercheck. Um 22.50 Uhr haben wir es aktuell. Plus 2,7 Grad. Es ist trocken. Das ist schön. Und wir fahren heute Eisenbahn nach Aurora Logistik Verteilzentrum. 6 Stunden 32 haben wir dafür Zeit. Und aktuell noch 309 Meilen. Sehr schön. Gut. Ich weiß auch immer nicht, warum die... Jetzt habe ich den Scheinwischer an. Warum die da immer so an diesen Kreuzungen immer stehen bleiben. Die haben doch Vorfahrt. Komisch. Naja, egal. So, hier wird wieder gebummelt. So wie das hier aussieht. Okay. Ja, die Herrschaften, die haben das hier nicht ganz so eilig heute. Das muss auch unbedingt gefixt werden hier. Das ist echt eine Qual. Aber wir haben genug Zeit. Für die paar Meilen brauchen wir uns keinen Stress machen.
So, hier geht's jetzt Richtung Glen Ellen und Gaycona. Müssen wir mal gucken, wie lange die hier noch so langsam fahren. Ja gut, dann fahren wir heute mal durch die Nacht. Warum auch nicht? So, hier brauche ich ein bisschen mehr Gas, sonst komme ich hier nicht hoch. Oh, guck mal, der Kollege kommt da schön angepäst, ne? Der hat freie Bahn gerade. Ja, ich wollte heute eigentlich ganz gerne zwei Aufträge machen. Zwecks Leveln und so, aber wenn das so weitergeht, dann wird das nichts. Guck mal hier, Speed Limit 50 und die fahren hier mit 15. Immer diese Sonntagsfahrer, das ist ja furchtbar. Aber gut. Freunde, heute Abend, am 2.10.2024, gibt es wieder einen Livestream auf YouTube und Twitch. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne rein. Onkel Maddie darf wieder etwas zeigen und vorstellen. Gestern hatten wir ja den Recycling Center Simulator vorgestellt. Und heute gibt es auch wieder was Feines, Leckeres. Also wenn ihr Bock auf ein paar nette Simulationen habt, schaut gerne rein. Ich freue mich. Können wir ein bisschen quatschen. Das ist auch mal ein bisschen angenehmer für mich, weil quatsche ich nicht nur alleine. Ne? So jetzt ja. Immer noch nicht. Guck mal, der Kollege hier, ne, schön mit Geschwindigkeit und wir rollen hier langsam Meile für Meile. Da kannst du ja nebenher laufen oder joggen. Oh, jetzt hat er es gesehen. Guck mal. Der Gelbe ist schon mal weg. Jetzt kommt gleich der andere. Pass auf. Ja. Mega. Endlich. Gut. Endlich wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Oh, jetzt müssen wir nur noch die Baustelle hinter uns lassen. Da bin ich zufrieden. Wegen einer vernünftigen Strecke und so, ne?
Das wackelt mir hier zu sehr. Jo. Und direkt wieder abbremsen. Dachchen. So. Und weiter geht die Fahrt. Ja, so macht das Spaß. Wenn man da nicht solche Schnarchnasen vor der Nase hat, ne? Das ist angenehm. Super duper. So, da vorne müssen wir gleich rechts abbiegen. Hinter der Tanke. Valdez und Parma. Okay. Alles klar. So, tanken mache ich erstmal nicht. Auch wenn ich schon wieder könnte, aber... Nee. Noch nicht. Wir haben noch genug. Oh, hier ist 25, sehe ich ja jetzt erst. Ups. Hat keiner gesehen. Da kommt nichts. Jawohl, hier auch wieder eine Tankstelle, ne? Eine nach der anderen. Und wir sehen gerade, wir sind kurz vor Herbst. Das heißt, wenn wir Glück haben, gibt es bald wieder Season Premium. Da freuen wir uns doch. Bisschen extra Kohle. Können wir gebrauchen. Jetzt geht's wieder bergab. Mega. Boah, mit 63, 64. Krass. Aber jetzt kommen wir endlich voran, ne? Hälfte haben wir schon. Das ist doch mal was. Doch, ganz schön was los, ne?
Also mehr Verkehr, als ich gedacht hätte. Was haben wir hier? Kleiner Standort hier, ne? Jo. Sutton Alpine und Valdez. Alles klar. Hier kennen wir uns aus. Hier waren wir schon öfters. Cool, cool. Wieder ein kleiner Laden. Jo. Okay. Jo, jetzt geht's wieder nach unten. Ah, die Strecke ist cool. Hier fahre ich gerne. So, und mein Sound spinnt. Wir müssen gleich mal eben kurz anhalten und uns mal eben ausloggen. Ja, Sound hat sich aufgehangen. Okay, Moment. Nochmal. Warum das immer passiert, verstehe ich auch nicht, ne? So. Aber funktioniert wieder. Sehr gut. Fahren wir mal rechts rüber. Und wieder. Das gibt's doch gar nicht. Ach Mensch. Mach doch nicht sowas. Was soll denn das? Das ist aber... Manchmal ist aber auch echt der Wurm drin, ne? Gut, kein Problem. Nochmal das Ganze. So, Ampel bitte grün werden. Bevor mir wieder jemand hinten drauf fährt. Das mag ich nicht so. Jawohl. Okay, guck mal. 61 Meilen nur noch. Krass.
Sind wir gleich schon da? So, hier müssen wir runter. Beziehungsweise hoch, ne? Fahren wir Richtung Westen. So, Blinker links. Kommt nichts. Perfekt. Steht da? Vasila. Ah, ja. Kennen wir auch den Ort. Oh, Lichter sind gerade angegangen. Oh, hier schon mal ein bisschen abbremsen. Und jetzt. Jawohl. Guck mal, jetzt können wir gleich schon wieder runterfahren hier. Jo, und da unten ist schon unser Zielort. Das ist ja cool. Irgendwie spinnt die Ampel. Alles klar, ich fahre mal rüber. Ich glaube, da hat keiner was gegen, oder? So, ist das hier der einzige Ort, wo ich hier parken kann? Nee. Da ist auch noch einer. Mal gucken, hier hinten ist doch bestimmt noch irgendwo eine Stelle, oder? Ja. Perfekt. Gut, dann. Boah, was das denn gerade? Moment, das geht besser. Das geht definitiv besser. Na komm. So. Gut. Einmal hier. Stützen wieder nach unten kurbeln. Ja. Kabelsalat. Steigen ein, fahren nach vorne. Oh, guck mal. Wie haben die ersten Minusgrade? Minus 0,1 Grad. Nicht viel, aber...
es wird wieder kühler. So. Dann wollen wir mal eben abrechnen, ne? Tachchen. Jo, wir haben Season Premium schon bekommen. Mega. Eisenwaren nach Aurora Logistik Verteilzentrum. Schwierigkeit schwierig. Ankunftszeit 4 Stunden 12 Minuten. Haltbarkeit 100%. Parkpräzision 5. Ruf 5 Sterne. Erfahrung 214. Zahlung 2832. Plus 600 Parkbonus plus 436 Season Premium 3863. Mega. Dankeschön. So, und was hat er noch? Hat er einen kleinen Auftrag? IT-Ausstattung. 26 Stunden. Warum so viel? Achso, Zeit bis Ablauf, ja. Hm. Allgemeine Güter. Pumpstation 11. Autoteile. Dollar in die. Allgemeine Güter. Gute Frage, ne? 217. Ja, komm. Wir machen allgemeine Güter noch. Pumpstation 11 waren wir auch schon länger nicht. Müssen wir nur einmal da hinten um den heißen Brei fahren, hätte ich was gesagt. Um den Block fahren. Steht ein bisschen weit weg, ne? Der ganze Kram. Ganz schön großes Gelände haben die hier. Junge, Junge, Junge. So, komm her. Katsching. Das passt. Rennen und kurbeln. Jawohl. Dann wollen wir den Kram auch mal wieder anklemmen hier. Flop. Und der auch noch. Jawohl. Guck mal, können wir direkt weiter cruisen. Das ist doch schön. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube, es macht Sinn, hier wieder lang zu fahren, ne? Ja, ich glaube, das ist der bessere Weg. Guck mal, gleich hier vorne wieder raus. Mega. Dann hier wieder links rum. Oh, rot, 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 rot. Uff. Oh ja, jetzt ist auch egal. Einmal hier lang. Ja, da muss der Truck ganz schön arbeiten. So. Sehr gut. Und dann sind wir wieder direkt hier auf der Autobahn, hätte ich fast gesagt, auf dem Highway.
Okay, jetzt spinnt mein Navi wieder. So. Jetzt besser. Jetzt fahren wir Richtung Osten. Also von West nach Ost quasi. Minus 0,2 Grad. Ah, ich glaube, jetzt geht es langsam los, ne? Und hier müssen wir auch schon wieder runter. So. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht zu schnell. Sonst fahren wir dem hinten drauf. Kommt nichts. Super. So, ich will mal eben auf die Karte schauen. Pumpstation 11. Ah ja, okay. Alles klar. Hier hinten. Gut. Leider keine Sehenswürdigkeit oder sowas auf dem Weg, wo wir ein Foto machen können. Ist aber auch nicht schlimm. So, welche Spur? Linke Spur. Alles klar. Gut. Jetzt stehen wir hier wieder an der Ampel. Aber wird grün. Sehr gut. Fahren wir schon mal rüber. Und dann geht das weiter. Hier ist auch wieder rot. Hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, ne? Gut, wir warten. Na, bist du grün? Wunderbar, wunderbar. Oh, ein bisschen neblig, wa? Leichter Bodennebel. So mal nicht ganz so schnell fahren. Ja,
Hier ist nämlich wieder 25. Und da ist wieder die schöne Musik. So, Vorsicht, Kurve. Hier geht's bergauf. Ja, da müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Aber das packt der Truck. Gar kein Problem. Der hat genug Power. Guck mal, hier vorne ist eine Tankstelle, die werden wir mal eben nutzen. Holen uns mal eben ein Frühstück. Und tanken tun wir auch. Wenn wir schon hier sind, ne? Können wir gleich ausnutzen. Ach, mal eben die Beine vertreten. Bin ja auch schon wieder seit letzter Nacht unterwegs, hätte ich fast gesagt, also 22 Uhr, glaube ich, ne? Und so in dem Dreh sind wir losgefahren mit dem ersten Auftrag. Oh, und das wird wieder teuer. Aber nützt nichts. Ohne Sprit können wir nicht fahren. Machen wir eben einmal voll. Schön. Ja, 651. So, erstmal ein Käffchen. Halb und halb. Prost. Und ein Hotdog hätte ich gerne.
Zum Frühstück natürlich, ist ja klar. 5.28 Uhr. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ach so, genau. Schönes Foto machen. Jetzt, wo wir hier sowieso gerade stehen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, das sieht cool aus. So. Kamera. Passt genau rein, ne? Ins Bild. Katsching. Ja, richtig gut. So, dann Motor wieder an. Ja, schnurrt wie ein Kätzchen. Miaut nur nicht. So, letzten 21 Meilen hier. So, da vorne geht es gleich wieder rechts rum. Ich glaube, dann sind wir auch schon fast da. So. Mal eben gucken, wo hier die Dingens ist. Hier, ne? Oder? Ja. Schotterpiste. Ach, guck mal, hier ist das. Klar. Okay, okay, okay. Dann lass uns mal gucken, wo wir hier abladen dürfen. Ah, ja. Da hinten. Okay, warte mal. Oh. Echt jetzt? Ach, Kacke. Ich hab gedacht, das passt. Habe ich mir den Kühler verbeult? Nein. Ah, Kacke. Wieder kurz vor Ende Frachtschaden, ne? Gibt's doch gar nicht, ey. Ich war felsenfest überzeugt, dass ich da um die Ecke komme. Naja, gut. Muss der Parkbonus wieder dran glauben. Kurbelei haben wir erledigt. Einmal hier. Und einmal den. Jawohl. Gut, dann trennen. Und dann gehen wir den Kram ab. Und hoffen, dass der Frachtschaden nicht zu teuer wird. Jo, allgemeine Güter nach Punktstation 11. Ruf 5 Sterne, Erfahrung 213, Zahlung 1872, Parkbonus 600, Season Premium 468 minus 238 Frachtstrafe macht 2642. Ist okay, kann ich mitleben.
So, da haben wir heute wieder zwei kleinere Aufträge gemacht. Haben ein bisschen gelevelt. Unseren Fahrer. Ich denke, ist okay. Der Frachtschaden war jetzt wieder unglücklich. Soll mal wieder nicht sein, aber gut. Wir gucken uns jetzt zum Schluss nochmal den Kühler an. Den haben wir jetzt ja auch verbeult. Gehen wir mal eben ran hier. Reparieren den ganzen Kram. So. Gibt immerhin ein bisschen Mechanik. Mal eben gucken. Flüssigkeit. Oh, wir haben kein Kühlmittel. Okay. Öl ist aber da. Wie sieht denn der Luftfilter aus? Jo, da können wir auch was tun. Das machen wir auch noch schnell. Dann sind wir für die nächste Folge wieder startklar. Ne? Brauchen wir nicht lange uns aufhalten. So. Sehr schön. Gut, einmal runter. Zack. Wir gehen rein. Licht aus, Motor aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach hinten, hauen uns in unser Bettchen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich wie immer recht herzlich für eure Zeit. Wünsche euch allzeit gute Fahrt und wenn ihr Bock habt, dann nehme ich euch bei der nächsten Tour in der nächsten Folge dann sehr gerne wieder mit. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö, mit Öl.